Mir ist fad. Ich will einfach ein paar Mathebeispiele lösen, weil mal halt so gerade vorkommt. Und du kannst mir dabei zuschauen. Schauen wir mal. So, das Beispiel steht eigentlich nur deswegen zweimal da, weil man das untere da einfach besser lesen kann, weil ich es ein bisschen größer geschrieben habe. Interessant ist ja, dass man das durchaus mit dem Wissen von der ersten, zweiten und dritten Klasse lösen können. Da haben wir zum Beispiel gelernt, den Umgang mit den Rechenregeln, den Umgang mit den Vorzeichen, die Geräusche da im Hintergrund, das ist der Pauli. Das Herausheben gemeinsamer Faktoren, das ist da der Schlüssel zum Erfolg. Ja? Und wenn man da auf den ersten Blick einmal hinschaut, was habe ich denn da gemeinsam? Also V plus 2W und 4V minus W, das ist einmal nichts Gemeinsames. S minus T, T minus S. Das schaut schon ziemlich gleich aus, ist aber verdreht. Und da kommt jetzt der kleine mathematische Schmäh zum Tragen, dass man sagt, na dann hebe ich halt da etwas heraus, was beiden gemeinsam ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ich hebe zum Beispiel minus 1 heraus. Und wenn ich jetzt da minus 1 heraushebe, dann passiert einfach mal Folgendes. Wir haben da ja gelernt, wenn man sowas ausrechnen würde, dann muss ich mir überlegen, Vorzeichen mal Vorzeichen, Zahl oder Faktor mal Faktor. Minus mal Minus ergibt dieses Plus da, 1 mal S ergibt das S da. Minus mal Plus ergibt Minus, 1 mal T ist T. Also das ist der Schmäh, man hebt da minus 1 heraus, dann drehen sich da die Vorzeichen um. Den Rest schreibe ich einfach ab. Ob ich jetzt minus S plus T oder plus T minus S schreibe, bleibt sie gleich. Deswegen habe ich die ganze Zeile eigentlich nur abgeschrieben und dort ist umgedreht. Weil da sieht man jetzt sofort T minus S, T minus S. Das sind die gemeinsamen Faktoren. Vorher machen wir aber noch was, weil das minus 1 da vorne, das ist ein bisschen lästig. Nachdem das ja eine Multiplikation ist, sind das die Faktoren und die Reihenfolge der Faktoren ist wurscht. Ich kann die umdrehen, wie ich will. Deswegen nehme ich das minus 1 und stelle es einmal da vor den Ausdruck. Das ist jetzt mehr optische Geschichte und super Zeitlupe für das Ganze da. Und dann multipliziere das minus 1 mit dem Ausdruck. Minus mal plus ergibt minus, 1 mal v ergibt v. Minus mal plus ergibt minus, 1 mal 2w ergibt 2w. Okay, also da habe ich das Vorzeichen praktisch da in die Klammer hineingerechnet. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, t minus s, t minus s, das ist doch ein gemeinsamer Faktor. Dann hebe ich halt diesen gemeinsamen Faktor heraus. Ich habe mir da eine eckige Klammer gemacht und was bleibt dann übrig? Einmal die Klammer, minus v minus 2w, plus die Klammer, 4v minus w. Wenn ich das in normaler Geschwindigkeit mache, dann sieht man das gar nicht mehr, dass ich da Klammern schreibe, weil da steht quasi ein Plus vor der Klammer, das schreibt man aber nicht, da steht auch ein Plus vor der Klammer. Und beim Klammerauflösen haben wir ja gelernt, wenn ein Plus vor der Klammer ist, dann können wir die Klammer einfach weglassen. Dann schaut es gleich so aus. Gemeinsamer Faktor. Und da können wir jetzt Gleiches zusammenfassen. Minus V plus 4V ergibt dann plus 3V. Minus 2W minus W ist minus 3W. Und wenn das also da steht, dann sehe ich ja schon, die zwei haben da den Dreier gemeinsam. Den kann ich ja auch herausheben. Und deswegen T minus S, das ist der ursprüngliche gemeinsame Faktor. Der herausgehobene Dreier und was bleibt mir dann da herinnen übrig? V minus 3w. Und nachdem ich ja oben schon erwähnt habe, die Reihenfolge spielt bei der Multiplikation keine Rolle, ordne ich das jetzt einfach anders. Zuerst haben wir gesagt, tun wir immer die Zahlen und dann die einzelnen Faktoren dem Alphabet nach. Deswegen T minus S zuerst, V minus W nachher. Das war so quasi der Schmäh.
mit dem man so ein Beispiel löst. Dann schauen wir uns das zweite Beispiel an. Das habe ich da auch wieder größer geschrieben, dass man es besser lesen kann. 5 minus a, a minus 5. Das bietet sich ja schon förmlich an, genau diesen Schmäh von vorher eben anzuwenden, nämlich minus 1 herauszuheben. Allerdings sparen wir da jetzt das minus 1 hinzuschreiben, sondern das ist dann halt nur mehr das Minus. Und wie wir vorher gesehen haben, das können wir dann, da steht dann eigentlich da minus 5 plus a, dann drehe ich es gleich um. Also aus dem minus 1 herausheben, wird das Minus und die beiden drehen sich um, a minus 5. Und schon habe ich a minus 5 als gemeinsamen Faktor. Was mir dann übrig bleibt, ist da das minus 2m und da das minus 3n. Das Minus da drinnen mag ich nicht, deswegen hole ich das raus nach vorn. Dann wird aus dem Minus plus wird das Minus und aus dem Minus plus wird das Minus. Also das Minus habe ich rausgeholt und dafür werden es innen plus. Das war's. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und jetzt kommt dieses Beispiel, bei dem ich immer noch vermute, dass das einfach ein Abschreibfehler ist. Irgendwas passt da nämlich nicht. Weil im Gegensatz zu den vorigen beiden Beispielen, wo das anscheinend erklärt worden ist, habe ich da 3a minus 10b und dann 10b plus 3a. Da sind also die Vorzeichen anders. Jetzt kann ich natürlich das machen. Minus herausheben aus dem ersten. Dann habe ich da minus 3a plus 10b. Der Rest ist abgeschrieben. Okay. Dann habe ich das umgedreht. 10b minus 3a. Das Minus habe ich da in die Klammer hineingerechnet. Und jetzt habe ich da 10b minus 3a. 10b plus 3a. Minus 5x minus 6y. 6x plus 5y. Ja, da habe ich nichts Gemeinsames mehr. Mein Wunsch wäre natürlich, ich könnte das außerheben und da 10b minus 3a und da auch 10b minus 3a haben. Aber dann fehlt mir ja was. Nämlich, wenn ich da zuerst plus 3a gehabt habe und da jetzt minus 3a, da fehlt mir ja 6a mal dem da hinten. Und die zähle ich hinten einfach dann wieder dazu. Da höre ich schon förmlich wie das, hä? Was? Ja, feiner wäre es gewesen, wenn da ein Minus da ständet. Dann wäre das natürlich eine gmate Wiesen. Aber wenn ich da 10b minus 3a habe und ich möchte da auch 10b minus 3a haben, damit ich das als gemeinsamen Faktor rausheben kann, dann fällt der Anteil, den ich da zuerst durch das Plus gehabt habe, der jetzt ein Minus wird. Das führt dann dazu, dass ich den gemeinsamen Faktor außerhebe. Übrig bleibt das und das. Sieht man da in der Klammer. Plus der fehlende Teil. Wenn man die da zusammenfasst, 5x plus 6, also minus 5x plus 6x ist x. Minus 6y plus 5y ist minus y. Plus der fehlende Teil. Tja, mehr kann ich da im Moment nicht anbieten. Ich habe mir nämlich das auch überlegt, gell. Kann das wirklich stimmen? Und dann habe ich mir das angeschaut, nochmal hergeschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt mache ich es genau so, wie es jeder Zweitklässler, hätte ich fast gesagt, auch schon machen kann. Ich habe das einfach einmal ausmultipliziert. Jeden Teil von der Klammer mit jedem Teil von der anderen Klammer. 3a mal 5x sind 15ax. Das sind die ersten vier Faktoren. Das sind die ersten vier Elemente. Und von dem dann die zweiten vier Elemente. Was habe ich dann gemeinsam? Da 15ax plus 18ax sind 33ax. 18ay, wo sind sie? Plus 15ay sind 33ay.
plus 10 bx minus 10 by y. Dann schaue ich, was da gemeinsame Faktoren sind. 33a mal x plus y, 10b mal x minus y. Das schaut jetzt zwar nicht so aus, wie wir es beim anderen Ergebnis gesehen haben. Man kann ja mal die Probe machen. Habe ich auch gemacht. Zahlen eingesetzt, kommt bei beiden das gleiche raus. Allerdings ist das keine schöne Lösung. Die gefällt mir selber nicht. Natürlich, ich kann ja nicht ausschließen. Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen oder mir ist irgendwas nicht eingefallen. Ich habe es einfach vergessen im Laufe der Zeit. Aber ein bisschen komisch vorkommen tut mir das schon. Also, zumindest hilft es wahrscheinlich, die ersten beiden Beispiele zu verstehen, was da gemacht worden ist, mit dem minus 1 herausheben, dass das dann ausgerechnet bei dem dann nicht so funktioniert. Ja, mei. Also, wenn ich mich da getäuscht habe, dann bin ich echt neugierig, wie das wirklich funktionieren soll, was man da dann macht. Okay? Inzwischen einmal fertig. Viel Spaß beim Üben.